Willkommen zu diesem Video, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um die drei besten LED-Sternhimmelprojektoren. Wir möchten euch die drei besten Projektoren aus drei verschiedenen Preisklassen vorstellen, die alle durch ihre jeweiligen Besonderheiten überzeugen. Welche Besonderheiten das sind, was die Modelle so einzigartig macht und ob sie euren Kauf wert sind, das erfahrt ihr in diesem Video. Alle weiteren Infos zu den Projektoren sowie auch die Möglichkeit, diese sofort zu bestellen, habt ihr über die Links in der Videobeschreibung. Nun starten wir aber mit dem Video und dem ersten Sternhimmelprojektor aus der günstigsten Preisklasse. Es geht um den Galaxy Projektor Aurora vom Hersteller LHBD. Dieser ist für noch unter 40 Euro erhältlich und ist aber, was die Durchschnittsbewertung angeht, eines der beliebtesten Modelle auf dem Markt. Dieser Projektor verfügt über 12 verschiedene Arten von Lichteffekte, einem ultrarealistischen Mond und auch einem Sternhimmel. Insgesamt kann man durch diese ganzen Funktionen mehr als 40 verschiedene Kombinationen erzeugen. Der Aurora-Fluss, der überdimensionale Mond und das funkelnde Sternenmeer schaffen hier wirklich ein Gefühl der Versenkung und erfüllen den Raum mit einer entspannenden, kreativen oder auch romantischen Atmosphäre. Zudem ist das Modell um 360 Grad drehbar. Dies ermöglicht es, die Reichweite des Sternhimmels individuell zu gestalten. Dafür kann man die Tasten am Projektor selbst oder auch die mitgelieferte Fernbedienung benutzen. Weitere Zusatzfunktionen dieses Projektors sind der automatische Schlaftimer, dass sich das Modell nach einer gewissen Zeit automatisch ausschaltet, den Musikmodus, denn ja, das Modell kann auch Musik abspielen und zwar per Bluetooth-Funktion vom eigenen Smartphone, sowie auch die Aurora Music Sync-Funktion, in der sich der Projektor mit seinen Farben gemäß der Musik anpasst. Also ein wirklich sehr, sehr vielseitiger Projektor mit unzähligen Funktionen, angefangen schon bei den unzähligen verschiedenen Lichteffekten und weitergehend dann mit den ganzen Zusatzfunktionen wie dem Timer oder der Musikfunktion. Kein Wunder, dass es sich bei diesem Projektor um eines der beliebtesten Modelle handelt, vor allem bei diesem günstigen Preis. Mehr Infos zum LHBD Galaxy Aurora erfahrt ihr über den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch auch noch selbst einige der 90 Kundenbewertungen durchlesen. Kommen wir aber nun zum nächsten Modell aus der nächsthöheren Preisklasse. Für ca. 20 Euro mehr bekommen wir den Galaxy Projektor von Homeva. Und auch hier handelt es sich um ein Modell, welches nicht nur durch seine Farbfunktionen, sondern auch durch sämtliche zusätzliche Spezialisierungen überzeugen kann. Starten wir aber wie immer vorne bei den Projektionsfunktionen. Hier sind die Möglichkeiten sehr, sehr groß. Auswählen kann man hier zwischen 16 verschiedenen Farbmodi. Er besteht aus drei Farben, die individuell gemixt werden können, nämlich Rot, Blau und Grün. Diese können automatisch oder auch manuell immer umgeschaltet werden. Dazu schaltbar ist hier noch der Laser sowie auch verschiedene Geschwindigkeitsmodi, die man über die App-Steuerung hier auswählen kann. Auch kann man den Projektor selbst in verschiedenen Winkeln auf dem Tisch stellen, sodass die Galaxien größer oder kleiner bzw. breiter oder schmaler werden, je nachdem wie man es gerade haben möchte. Einstellbar ist auch der Flusseffekt. Dieser kann stagnierend oder bewegend sein, schnell oder langsam, blinkend oder stetig. Zusätzlich einstellbar ist hier auch noch die Helligkeit in verschiedenen Stufen und auch in Kombination vor allem mit dem Laser und den ganzen Winkeln kann man hier unzählige verschiedene Möglichkeiten eines Sternenhimmels an die Decke projizieren. Immer genau so, wie es gerade zur Stimmung passt und wie man es am liebsten haben möchte. Eine große Besonderheit haben wir bereits erwähnt, das alles ist über die App steuerbar, sonst könnte man diese ganzen verschiedenen Modi auch überhaupt nicht alle einstellen. Steuerbar ist das Modell auch über die Alexa Sprachsteuerung oder auch über den Google Home Assistant. Auch kann das Modell super als Nachtlicht dienen. Es besitzt auch eine Timerfunktion, in der sich das Modell nach 1, 2 oder 3 Stunden automatisch ausschalten kann. Ein wirklich sehr, sehr starkes Modell mit äußerst vielen Funktionen und Einstellungen. Man hat hier immer das richtige Licht und die richtige Atmosphäre für die gewünschte Situation. Egal ob zum Einschlafen, für einen romantischen Abend, einen Geburtstag oder Party oder auch zum Entspannen und Yoga machen. Mit diesem Modell ist man immer auf der richtigen Seite. Mehr Infos zum Homeva Galaxy Projektor mit Galaxie- und Laserprojektion sowie App-Steuerung über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Ein drittes und letztes Modell möchten wir euch allerdings noch vorstellen. Ein Sternhimmelprojektor, der wirklich äußerst ungewöhnlich ist. Es handelt sich um einen 2-in-1 Salzkristalllampen- und LED-Sternhimmelprojektor von Boiros. Wie gesagt, hat das Modell zwei Funktionen. Erst einmal ist es mit natürlichen Himalaya-Salzkristallen als Salzkristalllampe ausgelegt, welche mit ihrem sanften, indirekten Schein eine wunderbare Atmosphäre bietet. Diese Himalaya-Salze sollen sogar für eine Luftreinigung und Ionisation sorgen, womit das Atmen leichter und gesünder sein soll. Einstellbar ist aber hier auch die Farbe der Salzkristalle in 7 verschiedenen Modi. Obendrein kann man hier das Modell aber auch als Projektor benutzen. Dafür nimmt man einfach die Schale mit den Salzkristallen ab und hat hier
hier einen wunderbaren Sternenhimmelprojektor, welcher sowohl zum Entspannen als auch zum Partymachen geeignet ist. Das Modell ist also mehrfach verwendbar. Besonders ist hier auch noch die Timer-Funktion. Das Gerät schaltet sich, wie man möchte, in 1, 2 oder 4 Stunden aus. Einstellen kann man hier auch die Helligkeit in verschiedenen Stufen sowie auch die Geschwindigkeit der Sternenhimmelprojektion. Das alles wird über die mitgelieferte Fernbedienung eingestellt. Ein, ja, mal etwas anderes Modell, welches wir euch nicht vorenthalten wollten und welches nicht nur, wenn er projiziert, gut aussieht, sondern so auch tagsüber durch seine zweite Funktion als Salzkristalllampe wirklich etwas hermacht. Die Boiros 2-in-1 Himalaya Salzkristalllampe und Sternenhimmelprojektor, ein Deko-Objekt für alle Einsatzmöglichkeiten. Mehr Infos über den dritten Link in der Videobeschreibung. Hoffentlich konnten wir euch mit diesem Video nun dabei helfen, den richtigen Sternenhimmelprojektor für euch zu finden. Unser persönlicher Favorit ist der Sternenhimmelprojektor von Homever, da er einfach das für uns beste Preis-Leistungs-Verhältnis darstellt. Nun vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und damit bis zum nächsten Mal.